Bereits zum dritten Mal lud die FOM Köln in diesem Jahr zum FOM-Kongress der Medienwirtschaft ein. Hier konnten Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft sich über branchenspezifische Themen austauschen, Kontakte pflegen und Wissen aus Theorie und Praxis miteinander verknüpfen. Der Medienkongress der FOM ist ein Highlight im Rahmen von Medienwirtschaft, Medienstudiengängen und natürlich auch Verbindung mit Wirtschaft. Und das Thema ist natürlich auch wichtig. Digitalisierung ist ein Zukunftsthema im Bereich der Medienwirtschaft, eigentlich nicht so ganz neu. Die Medienwirtschaft ist ja schon gut aufgestellt, aber dadurch, dass es jetzt wieder auch öffentlich wird, ist es ein Zukunftsthema. Zunächst begrüßten Professor Stefan Strauß, Dr. Ulrich Soenius und Professor Thomas Heupel die Gäste. Mit seinem Vortrag zur digitalen Armut in der vierten Welt eröffnete Professor Stefan Heinemann anschließend die Reihe der Fachvorträge. Geehrte Anwesende, es ehrt diesen Medienkongress, dass Sie mit der Moral beginnen wollen. Im Anschluss widmete sich Dirk Schäfer dem Thema digitaler Darwinismus und erläuterte den Zuhörern, wie technologischer und gesellschaftlicher Fortschritt das Geschäftsmodell von Firmen gefährden kann. Der FOM-Promovent Florian Wobel stellte erste Ergebnisse seiner Promotion zum Thema Digitalisierung und Intermediation vor. Die Verfechter der Desintermediationshypothese sehen hier dramatische Änderungen. Im Extremfall, dass alle Intermediäre, die wir vorher hatten, wegfahren. Nach der Mittagspause wurde es rasant. Nachdem sich das Format in den letzten zwei Jahren bereits bewährt hat, hatten die Teilnehmer auch in diesem Jahr die Möglichkeit, beim Speed Networking Kontakte zu knüpfen. Dieser FOM beginnt in 1 Minute. Ab jetzt stellen Sie sich bitte vor. Vortrag des Tages führte Nico Lummer die Zuhörer noch einmal durch die Entwicklung der Digitalisierung der letzten Jahre. Zum Abschluss des Tages konnten die Besucher in Workshops von Dirk Schäfer und Florian Wrobel die von ihnen in ihren Vorträgen behandelten Themen weiter vertiefen und aktiv mit den beiden diskutieren. So endete der offizielle Teil des dritten FOM-Kongress der Medienwirtschaft und Initiator Professor Stefan Strauß zog noch einmal Bilanz. Dritter FOM-Kongress der Medienwirtschaft. Mein persönliches Fazit: Die Digitalisierung hat so zwei Aspekte. Einerseits diese streng egoistische, egozentrische, sei immer mit vorn dabei, sei einer von den Gewinnern. Aber andererseits auch diese altruistische, soziale, globalisierte Sicht. Es gibt halt auch Verlierer. Und was können wir dagegen tun, diese Verlierer eben nicht auszugrenzen und keine Outsider zu produzieren? Für 2015, für den nächsten Kongress, wünsche ich mir, dass wir vielleicht einige der Fragen von heute beantworten können und dass wir in Deutschland mit der Digitalisierung erfolgreich vorausschreiten.